Servus, grüezi und hallo zu einem weiteren Video zu Super Mario Galaxy. Ja, wir haben jetzt noch eine Galaxie, die wir, ich sag mal, noch komplett bespielen können. Ja, die haben wir jetzt im letzten Video freigeschaltet, nämlich die Spielzeugschachtel-Galaxie. Da haben wir jetzt erstmal in Anführungszeichen 3 Sterne noch zur Verfügung. Kann halt sein, dass auch, wie zum Beispiel hier, noch weitere Sterne hinzukommen. Ja. Und hier hätten wir auch noch diese kleine Galaxie eben mit einem Stern. Schauen wir mal, je nachdem, wie schnell wir vorankommen, ob wir vielleicht das hier, die beiden, jetzt noch hier durchbekommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch einfach mal da rein. Ja? Und Daumen sind gedrückt, dass diese Galaxie auch, nur annähernd nicht so stressig wird wie die letzte Galaxie. Ja. Sternener Koloss Robo Bowser. Okay. Ah, das sieht cool aus, ja. Okay. Die Idee finde ich ja schon ganz nett gemacht. Also, da kommt jetzt kein Aber. Es ist halt nett gemacht. So. Einmal darüber. Wo ist das da oben? Was da links leuchtet, der Stern? Okay. Sieht aber auch nur minimal kompliziert aus, die Gegend hier, oder? Ah, okay. Ach, krass. Ah, das ist schon ziemlich cool gemacht. Ja, aber auch hier, ne? Also, nicht, dass das jetzt irgendwie noch einfacher wäre in der Umsetzung. Oh, das war aber gerade nochmal so gerettet. Jetzt frage ich mich aber eben. Was? Moment mal. Was denn, wenn ich jetzt da so dran springe? Ja. Das funktioniert auf jeden Fall. Kann ich denn hier rum? Oder ist da unten nichts? Alles klar. Da unten ist also nichts. Ja. Okay. Was hätten wir denn hier? Oh, ein extra Leben. Könnten wir für Spaß ja mal mitnehmen, weil wer weiß, wie häufig ich jetzt hier noch drauf gehe. Wird dort drüben gefangen gehalten. Ja, wer? Der Willi. So. Jetzt schauen wir nochmal eben nach. Was ist denn, wenn ich jetzt hier runtergehe? Was hätten wir denn hier auf der Rückseite? Ach, schaut mal. Da. Nein. Kann ich denn? Moment mal. So, da oben ist gar nichts. Aber da ist doch. Moment mal. Das hätte mir auch einer sagen können. Nein. Aber wenn ich auch jetzt wieder hier dran springe. Ja, okay. Das funktioniert auf jeden Fall. Sehr gut. Okay. Wir wurden zu Feder, Mario. Ach so. Ach so, eine Feder. Okay. Wenn ich das schon so sehe, ne, mit den verschiedenen Power-Ups, die wir hier haben, freue ich mich so unfassbar auf Super Mario Odyssey, Leute. Ehrlich.
So. Vorne bekommen wir angezeigt, dass wir nach rechts müssen. Okay. Wie weit geht's denn hier noch? Ja. Wer kennt es nicht, ne? Wenn man halt wieder hier zum Frühstück irgendwelche Steine auf den Teller bekommt. Eine Delikatesse. Eine absolute Delikatesse. So. Jetzt erreichen wir dann den letzten Teil. Ah, okay. Das müssen wir sicherlich auf der anderen Seite auch nochmal machen. Fuck. Nein, 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 nein. Was? Das ist doch ein Scherz. Okay, also ich habe jetzt mit allem gerechnet, ne? Aber jetzt nicht, dass wir da von den Rollen plattgewalzt werden. Also prinzipiell traue ich denen hier ja alles zu, aber das... Das habe ich jetzt nicht für möglich gehalten, um ehrlich zu sein. Naja. Zeigt einmal mehr, was für ein gutes Spiel das eben ist. Was ist denn jetzt hier drin? Ach so. Okay. Sehr gut. So, die müssen wir doch alle hier rausholen, oder? Also alles andere wäre jetzt auch echt ein bisschen komisch. Nein, nein, nein. Klassiker. Klassiker. Alles gut, Leute, alles gut. Puls wieder runterfahren. So, was will jetzt Kamek hier? Einen auf die Mütze. Was macht der denn? Was macht der denn? Mario, tu mir noch einen Gefallen. Hör doch auf mit dem Quatsch. Oh nein, ich hoch. Ach, Gottes Willen. So, komm. Unfassbar. So. Ja, damit. Nun gut, dann geht's nochmal da rein. So, Mario trifft Mario. Das wird doch bestimmt jetzt eine sehr unterhaltsame Begegnung. Ach so, den Mario meint ihr? Ich habe schon gerade mit unserem Schatten-Mario gerechnet.
ding 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 ding. Erstmal schön auf die Birne springen. So. Ja. So schnell kann man dann auch ein Extra-Leben sich schnappen. Hier muss ich mir merken, dass da oben nochmal so ein, hier, Gourmet-Dingens ist. Ihr wisst, was ich meine. Weil die wird wahrscheinlich wieder irgendwas haben, um nochmal einen extra Stern. Aber das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt bewusst nicht. Ja? Denn was sonst passiert, haben wir ja letztens gesehen. So, Nummer 4. Ah ja, okay. Sehr gut. Ah, da sind wieder die fünf silbernen Sterne. Oh, die beginnen sich auch noch, die Teile. Ja. Ganz ehrlich, dass der uns dann nochmal zurückschickt, ja, das war auch so klar. Das hat jetzt mit den 5 silbernen Sternen etwas schneller geklappt, als das im letzten Video der Fall war. Aber was man eigentlich mal machen könnte, wenn wir jetzt schon mal hier sind, bevor ich es vergesse, und ich werde es sehr wahrscheinlich vergessen, wir gehen da jetzt nochmal rein. So, jetzt gehen wir nicht hier in den neuen, ne, also hier in den dritten, sondern nochmal in den zweiten. Denn ich möchte jetzt nochmal mit dem Gourmet-Duma sprechen. So. Kennen wir alles? Können wir skippen? Ich frage mich, ob ich auch einfach hier den Long Jump hinlegen kann. Ja. Machen wir es halt so. So. Okay. So, irgendwo hier, glaube ich, oder? Ja, da oben ist der Gourmet Luma. So, wie viel möchtest du haben, ist die Frage. 50. Ja, die müssten wir haben. Also. So. Ja. Schau mal einer an. So. Jetzt natürlich die Frage, wo ist hier der Stern? Sprechen mal hier mit dem Kollegen. Wenn du dort rüber willst, probier es doch mal mit einem Sprung. Wo rüber? Da rüber? Was ist denn, wenn ich hier dran springe? Geht das auch? Das geht auch. Nein!
So, ja klar, ich muss natürlich die... Nein! Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ich muss natürlich hier... Diese Schalter muss ich betätigen. Okay, dann machen wir das nochmal. Hier nochmal eins weiter, oder? Nee. So. Okay. So, wo haben wir denn noch weitere Schalter? Ich glaube, hier erstmal nicht, oder? Ah, hier oben. So, jetzt ist die Frage. Ah, Moment, Moment, Moment. Da auf der Rückseite. Also gehen wir nochmal hier runter. Ach, da ist auch noch was. Okay, 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 alles klar. So, und dann hier noch, richtig? Okay. So, bin ich jetzt hier richtig? Nein, da vorne. Zurück. Gut. So, dann gehen wir jetzt nochmal rein und holen uns dann jetzt den dritten Stern. Boing, boing in der Süßigkeitenstraße. Oh, Leute, es gibt wieder Kuchen. So. Du bist da. Nein. So. Sind wir jetzt schon da, oder was? Also das wäre jetzt doch etwas kurz sonst, oder? Also.
Wir werden es ja jetzt gleich sehen. Oh, da ist ja noch. Da ist ja noch einiges. Ja, Moment. Erstmal will ich das eben hier mal gegenchecken. Ja. Miau! Okay. Oh. Mhm. Oh, nein, nein, nein. Oh, was ist das denn jetzt hier? Kann ich jetzt einfach so durchlaufen, oder? Es ist schon wieder soweit. Es ist schon wieder soweit, Leute. Okay. Da-da-dum, da-dum-dum, dumm. Oh. 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 Hm. Ah. Gehen wir hierher? Was haben wir da? Das war doch klar. Das war doch klar. So. Wo ist mein Stern? Ich hätte gern meinen Stern, Leute. Irgendwas muss ich doch hier noch machen. Was ist denn hier mit dem... mit dem Port hier unten? Kuchen, lecker. Ja. Sehe ich jetzt hier noch irgendwas? Sprechen. Ah, ich habe kräftig gepustet, aber die Flamme der Kerze ging nicht aus. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich alles gehört, was ich hören wollte. Denn natürlich, ne, Leute. Man muss logischerweise auch die Kerzen auspusten. Ja. Nice. Ach so, ja. Ist ja noch lange nicht fertig, das Thema. Ach komm. Wie kann ich denn jetzt? Ach, hier vorne. Moment, Moment. Boah. So, du könntest, wenn du möchtest, hochspringen. Hm.
erstmal eben hier die Münze mitnehmen. Aber zumindest genug Kraft haben. So. Nein! Nein, das ist doch ein Scherz! So, bitte. Ach komm. Das meinen die wirklich, ne? Das meinen die wirklich so. Muss ich mir trotzdem nochmal das Teil hier holen oder komme ich da so hoch? Ah, das geht natürlich auch so. Okay. Minimal stressig wieder für mich. Aber so kennt man das ja, ne? So, lassen das mal mit dem Speichern. Können sonst noch mal ganz kurz hier reingehen. Meldet sich der Tempokomet. Ja, das würde ich vielleicht einfach im nächsten Video machen. Oder dann, ich denke mal, jetzt haben wir erstmal auch ein bisschen hier was geschafft. Würde sagen, dass wir dann im nächsten Video hier den Tempokometen uns anschauen. Dann hier die Galaxie noch fertig machen und dann gehen wir hier rüber. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir dann in dem darauffolgenden Video dann zum Endboss kommen. Oder ob vielleicht noch andere Kometen sich anmelden, die wir vielleicht spielen. Ich weiß es nicht. Werden wir auf jeden Fall herausfinden. Ja? Das aber auf jeden Fall dann im nächsten, beziehungsweise im nächsten Videos. Wenn ich das unterhalten haben sollte, ihr kennt das, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Und dann sehen wir uns, sofern ihr Lust habt, auch im nächsten Video wieder. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.